Na, Kilo. Ja. Na, wer ist denn da? Ja. Schicke Frisur, Hans? Ja. Happy Birthday, Basti. Ja, musste mal wieder sein. Ja. Du bist ein bisschen sehr pünktlich gekommen. Hast du mitbekommen, dass Rutte in der Waschmaschine ist? Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Weil aber ich, wenn ich sage, Rutte ist in der Waschmaschine, dann kannst du was mit anfangen, oder? Natürlich, dann würde ich mal sagen, der niederländische Premierminister besucht die Kanzlerin. Korrekt. Danach ging es weiter mit Kabinett, weil ja Mittwoch ist. Mhm. Und irgendwie gesetzfairer Wettbewerb. Irgendwas mit Abmahnrecht und Autoteile-Designs. Dann Entfristung von Opfern des SED-Regimes in der DDR. Dann wird endlich mal der EU-Standard für Hebammenausbildung umgesetzt. Ja? Also da braucht sich die Bundesregierung echt nicht für feiern. Macht es aber trotzdem. Und irgendwie Strafprozessrecht wird modernisiert. Das ist gut. Ja. Darf ich demnächst nicht mehr meine Guy Fawkes-Maske aufsetzen, wenn ich auf der Anklagebank sitze. Das ist gut. Dann können Bundesländer, wenn sie wollen, das Mindestalter für Moped runtersetzen. Mhm. Also, wenn sie wollen. Wenn sie wollen. Wenn sie wollen. Ist dann Ländersache. Mhm. Tut die Bundesregierung so nach dem Motto, können sie ja machen, was sie wollen. Mhm. Darf man denn dann von einem Land mit niedrigem Moped-Fahralter in ein anderes fahren? Also da war die Antwort vom Verkehrsministerium nicht besonders erhellend. Aha. Aber natürlich ist die Antwort ja, weil Führerscheine ja nicht für Bundesländer, sondern für das ganze Bundesgebiet ausgestellt werden. Ne? Ja, aber wenn es doch Ländersache ist. Ja, wenn ich in Mecklenburg, Vorpommern, einen Führerschein ausgestellt kriege, dann steht da zwar ausgestellt in Mecklenburg-Vorpommern, aber der gilt ja auch in Bayern, oder? Es ist ja ein Führerschein, also ein deutscher Führerschein. Ja. Aha, das BMW hat gesagt nein. Das hatte ich nämlich auch so verstanden. Das Teilersversion macht mehr Sinn. Warum? Ja, natürlich macht es mehr Sinn. Das BMWi war verwirrt von der Sinn, von der Frage. Na schön. Ja. Also da sind wir verwirrt. Ja. Einfach, was ich gesagt habe. Es war selten richtig, aber in dem Fall wird es so sein. Dabei, ich habe nicht mal einen Führerschein und erzähle euch das, ja? Ja, das ist ja häufig so, dass man dann über Dinge am besten Bescheid weiß, wenn man aus einer neutralen, nicht betroffenen Position heraus argumentiert. Sagen Sie als Außenstehender denn zum Thema? Intelligenz, ja. Mars ist in Helsinki, hat nichts mit dem Joke gerade zu tun. Nein. Europarat-Sitzung. Dann ging es weiter mit Clan-Kriminalität und wie wird eigentlich Clan definiert? Mhm. Clandestin. Es kommt ja ursprünglich. Also, wenn es keine Rockerbande ist. Ja, es dann kommt. Also. Ursprünglich kommt der Begriff aus dem Schottischen, wusstest du das? Ja, stimmt, ja. Und dann hat man an den Schotten-Rockmustern erkannt, zu welchem Clan die gehören. Und historisch bedeutete Clan eben eine Art Großfamilie mit gemeinsamen Vorfahren, wo aber die einzelnen Verwandtschaftslinien nicht so präzise nachvollziehbar sind, aber sie beziehen sich auf gemeinsame Ahnen und leben innerhalb einer ziemlich engen Region. Und das ist dann inzwischen auch für andere ähnlich strukturierte soziale Gemeinwesen übernommen worden. Ja, irgendwie, es klang irgendwie so kriminelle Großfamilien mit geschlossener ethnischer Herkunft. Ja. Soll es ja geben. Gut. Be afraid, ja. Also habt Angst, ja. Es ist der neueste Scheiß, super gefährlich, ja. Also vor allen Dingen macht einen großen Bogen um Berlin, ja. Naja, also in Bremen haben die eine längere Tradition. Ja, und Bremen, also ja, aber ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, nach Bremen zu gehen. Ja. Das ist aus der Zeit, als Bremen noch schottische Kolonie. Ist egal. Danach ging es weiter: USA versus Iran. Oh ja. Ja. Also jetzt wird schon das Bundeswehrtraining im Irak ausgesetzt, aufgrund der Sicherheit. Also nicht aufgrund, weil also Erkenntnisse, wir haben keine eigenen Erkenntnisse. Mhm. Ja? Aber es ist, uns wird ein bisschen schwummerig. Mhm. Also die Bundesregierung hat ja schon am Montag quasi rhetorisch den Krieg vorbereitet. Ja? Weil die Bundesregierung ist ja oft, der will das ja eigentlich nicht. Ist ja auf Seite des Irans, weil wir gerne Wirtschaft mit. Wir wollen gerne Siemens-Automatisierung dorthin verkaufen. Ja? Mhm. Deswegen
wäre es ungünstig für unsere Wirtschaft, wenn jetzt ein Krieg ausbrechen würde. Deswegen sind wir für das Atomabkommen. Und Herr Seibert meinte am Montag, dass wir zu dem Atomabkommen stehen, solange sich der Iran an alles, also an sämtliche Paragraphen hält. Ja. Ja. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich stehe dir bei, dann würde ich sagen, ach komm, solange du dich an den Vertrag hältst, bin ich auf deiner Seite. Wenn ich sage, Hans, ich stehe dir so lange bei, bis du dich an jedes Punkt und Komma dieses Vertrages hältst. Naja. Dann kann ich eigentlich bis drei zählen, bis du irgendein Komma falsch setzt und dann muss ich dir halt nicht mehr beistehen, ne? Ich glaube, da steckt eine andere Aussage drin, aber das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Ja, das ist halt meine Wahrnehmung, ne? Ja, als Unbedarfter. Ja. Hast du denn Hintergrundinfos, ob ein Krieg bevorsteht? Hast du eigene Erkenntnisse, Hans? Ja, ich habe eigene Erkenntnisse. Der jessische Geheimdienst? Auf jeden Fall würde die Bundes... Die Kriegsgefahr wächst objektiv, weil da Faktoren geschaffen werden. Punkt. Da sind Faktoren geschaffen. Manche Kriege entstehen einfach aus einer Dynamik von bescheuerten Aktionen raus. Jetzt kann man sich halt gerade, wenn einen sowas interessiert, kann man sich jetzt gerade mal angucken, wie sowas funktioniert. Ja, wie so ein, absolut. Wie so ein, wie das einfach nach und nach. Irgendwann fällt einer irgendwo vom Balkon und dann geht's los. Ja. Aber auf jeden Fall würde das Auswärtige Amt sich noch nicht der Formulierung anschließen, dass die USA mit Krieg drohen. Nein. Dann ging es weiter mit Monsanto, unser Lieblingsgifthersteller, der gerne Kritikerlisten führt, so intern. Ja. Ob denn da die Bundesregierung da irgendwas uncool findet dran, müssen nachrechnen. Ja. Der Datenschutzbeauftragte ist ja auch frei in seinen Entscheidungen. Ja. Der war aber letzte Woche in der Pressekonferenz. Da war das noch nicht Thema. Waren die Listen noch nicht bekannt? Ja. Aber da hat man auch so ein Gefühl gekriegt, wie ernst genommen der sich fühlt, wenn er so Bedenken bei der Bundesregierung vorträgt. Ja. Gut, dann ging es denn wegen dem Verein dann nochmal kurz um Glyphosat. Wie toll das ist, wie lecker das schmeckt und so. Mhm. Danach wollte jemand einen Kommentar vom Finanzministerium zu einer eventuellen Fusion von Commerzbank und Unicredit haben. Habe ich so richtig verstanden? Ich glaube ja, aber da kennen wir auch immer die Standardantwort. Ja, die Standardantwort ist dann so, zu privaten Banken äußern wir uns nicht. Und dann, dadurch, dass der Satz ja immer der gleiche ist, muss man dann auf den Gesichtsausdruck gucken, der während gemacht wird. Und wie war der? Naja, der war auf jeden Fall so, sagen wir es mal so, das Bundesfinanzministerium hätte gerne eine deutsche Großbank und Unicredit ist halt leider keine deutsche Bank, sondern eine italienische. Deswegen können wir uns ja ungefähr denken, was das Bundesfinanzministerium davon hält. Hm. Ja, aber ohne das BMF würden die doch keine Fusionsgespräche führen, oder? Also, ich meine mich zu erinnern, als die im Zusammenhang der dann gescheiterten Fusion von Deutsche Bank und Deutsche Commerzbank, dass man da aus dem Finanzministerium hörte, man habe Interesse überhaupt an einer funktionierenden auch europäischen Finanzstruktur. War das nicht so? Auch eine deutsche Großbank, deutsche Finanzinstitution. Na schön. Deutsch. Ja. Großbank. Ja. Man da fährt einen nicht ganz so sauberer Diesel. Das wurde natürlich so eindeutig nie gesagt. Aber das ist Wollen, was ich meine. Dann ging es weiter. Dann ging es weiter mit der Mietpreisbremse. Also so energisch ungefähr ist man für eine Mietpreisbremse. Oder irgendwie hat man Angst, dass die Mietpreisbremse ausläuft und dann nichts mehr kommt. Ja. Hast du denn bei deiner Miete schon gemerkt, dass sie gebremst ist? Nee, wurde gerade erhöht. Danach ging es weiter mit Altmaiers. Der Bundeswirtschaftsminister macht sich Sorgen, weil das Wirtschaftswachstum zu langsam ist. Mhm. Ja, also es geht jetzt ja noch nicht darum, dass irgendwie irgendwas eingebrochen ist oder so, sondern einfach nur, das Buch hat nicht schnell genug. Genau. Ja, und deswegen können wir ja schon mal hier so ein paar Sachen, die Unternehmen stören, einfach wegmachen. Bürokratieabbau. Ja, also Bürokratieabbau heißt das dann. Das klingt auch immer erstmal gut. Mhm. Ja. Und da werden dann einfach irgendwelche Fristen verkürzt und sozialversicherungsfreies Einkommen wird mehr und so. Ich will das auch gar nicht alles wiederholen, diese ganzen Pläne.
Weil das ist so eine schöne Mischung zwischen Sachen, die ganz gut klingen, mhm, und Sachen, die, wenn man mal kurz drüber nachdenkt, dann doch nicht mehr so gut sind. Ja. Weil bei der Aufarbeitung der Cum-Ex-Fälle sind so Fristverkürzungen auf jeden Fall. Also da gibt es schon das Problem, dass bestimmte Fälle aus der Frist rauslaufen, weil sie halt verjährt sind. Und wenn man dann jetzt plant, zur Bürokratieentlastung Fristen zu verkürzen, dann ja, kann man auch einfach 1 plus 1, 7. Ja, also wer jetzt wissen will, worum es geht, guckt sich direkt PK an. Ignorieren, einfach. Ignorieren kann man es ja leider nicht, weil es der Bundeswirtschaftsminister. Das ist wirklich ein skandalöses Vorhaben. Das unterhaltsam fand ich, dass das Bundesfinanzministerium davon nichts noch davon wusste. Ja. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man so Pläne hat. Aber sie wurden durch die Frage darauf aufmerksam gemacht und werden sicherlich sich dann auch dazu äußern. Ja. Ob das geht, jetzt wo die fetten Jahre vorbei sind? Ja. Was haben wir denn noch? Dann irgendwas mit Panzerstraßen. Also irgendein NATO-General hat sich über den Zustand von deutschen Straßen beschwert. Da kann es ja dann nur darum gehen, wie schnell die Panzer von Norden nach Süden fahren. Ja. Und obwohl, Westen nach Osten, Entschuldigung. Ich hatte ja immer gedacht, dass Panzer nicht auf funktionierende Straßen angewiesen sind. Sondern wenn die schneller als 120 fahren wollen, dann müssen die auf dem LKW auf dem Schlepper rauf und dann können die auch 150 fahren auf der Autobahn und dann im Gelände können sie dann wieder 120 maximal. Dürfen Schlepper auf der Autobahn 150 fahren? Schlepper ist verboten. Aber eben. Zu dem Thema, mit den Schleppern kam direkt danach, also die Ioventa, ja, Seenotrettung im Mittelmeer, die wurden in Italien verurteilt zu einer für die nicht unerheblichen Strafe. Allerdings nicht, weil der eigentliche Vorwurf war, dass sie ja Schlepperwesen betreiben, aber am Ende hat man dann festgestellt, dass irgendein Wimpel zu klein war oder irgend sowas. Ja. Das Schiff war nicht ordnungsgemäß registriert. Ja, sage ich doch. Meint die italienische Justiz. Ja. Was der deutsche Kapitän anders sieht. Genau. Also unterstützt die Jungs einfach mal, damit die weitermachen können. Ja, damit die dann einen Wimpel kaufen können, der den Italienern groß genug ist. Unterstützt die Bundesregierung denn? Bitte? Unterstützt die Bundesregierung denn die? Bitte? Frage von der Seitenlinie. Hast du doch nachgefragt. Wer wissen will, wie dolle die Bundesregierung unterstützt, der kann ja nochmal in die Regierungspressekonferenz reingucken. Allerdings hattest du auch nicht auf dem Schirm, dass sich der Bundesinnenminister schon mit den Kapitänen getroffen hat. Jetzt sieht man Thilos Gesicht nicht. Jetzt sieht man wieder nur meins. Das ist oft das Problem bei solchen Fällen. Dass man nur mein Gesicht sieht. Ja. Danach irgendwelche... Ich finde, dein Gesicht ist ansehbar. So. Zumindest nicht zum Weglaufen, das reicht ja. Ja. Tschüss. Ja. Rausschmeißer-Themen war niederösterreichische Wertekanon und irgendwas mit Diesel. Ja, wie toll der Diesel ist. Diesel. Ja. Ich bin ja immer noch, das hat ja im politischen Raum noch gar keiner aufgegriffen. Ne? Deswegen stelle ich das hier nochmal frei zur Verfügung. Machen sich ja alle Sorgen gerade um das abflachende Wirtschaftswachstum. Mhm. Fordert doch einfach mal eine Abwrackprämie für dreckige alte Diesel. Ja? Jetzt habe ich es gesagt. Jetzt muss es nur irgendein Politiker nochmal sagen, damit es wir dann in der Pressekonferenz sagen können. Mhm. Ja? So, und jetzt kannst du vor meinem Gesicht wegrennen. Danke. Tschüss. I know a lot of people want to send blankets or water. Just send your cash. Money, I want more money. I don't even know why.